Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Evoland. Und dieses Mal weiß ich sogar, wo der Brunnen ist. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ich war scheinbar ziemlich blind im letzten Part. Denn der Brunnen ist genau... Pass auf, haltet euch fest, der Brunnen ist genau... Da! Da ist der Brunnen. Davon habe ich geredet und da möchte ich rein. Geheimer Ort, was zum Teufel habt ihr hier zu suchen? Das ist eine gute... Oh, Samen! Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Klar, warum nicht? Yeah! Ich bin groß. Größer werden. Was haben all diese Kinder in Videospielen zu suchen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Kinder nerven. In Videospielen und in Wirklichkeit. Tut mir leid, aber ist so. Die Karte Wurm. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Ha, ein Wurm. Das klingt nach einem ziemlich beeindruckenden und gefährlichen Gegner. Warum bewegt sich das Wasser nicht? Hat da etwa jemand ganz faul seine Grafiken erstellt? So nun aber nicht. Alter, ich bin größer als du. Hallo. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Ja, ich auch. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Wie sieht sie aus? Aha, okay. Ja, nein. Ja, die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Oh nein! Wie schrecklich. Wo ist der kleine Junge? Mit dem will ich nochmal reden. Hey, schau, wie groß ich bin, du kleiner Scheißer. Erwachsene sind nicht lustig, sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß... Ja, halt den Mund, den habe ich mir schon gekrallt. Und der war köstlich. Ich würde es wieder tun. Du musst wohl ein kleines Kind bleiben. Du bist nämlich kein so großartiger Abenteurer wie ich. Ist halt so. Ja, was sagst du dazu? In den Höhlen davon gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Das erinnert mich ein bisschen an Ocarina of Time. Wie hieß der Junge nochmal? Mido oder so? Meine Güte, alle hassen ihn. Und das zu Recht, er ist so ein kleines Scheißkind. Da haben wir schon wieder Kinder. Nervig. Du warst der Typ, der Waffen verkauft, oder? Aha! Kaufen. Ich möchte ein Langschwert haben. Sowas von lang. Eine Kupferrüstung und... Nichts. Kann ich nicht was... Oh, ich habe einen Trank. Stimmt, ich habe ja einen gefunden. Nein, ich möchte nicht... genau. Mein Inventar sieht... Was ist das für ein scheiß Avatar? Da wäre es ja cooler, wenn... Achso, ich habe das euch schon ausgerüstet, denke ich mal. Aber ist ja cooler, wenn ihr einen bei Face Your Manga erstellt hättet. Meine Fresse. Sieht ja schrecklich aus. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal noch drei Gegnern auf die Fresse geben, um ein paar Tränke zu bekommen. Das muss einfach sein. Deswegen bis gleich. Okay, Leute. Ich habe jetzt ein paar Monstern auf ihr Schnäuzchen gegeben, damit ein bisschen Geld verdient und gerade eben ein Nickerchen gemacht. Das bedeutet, ich kaufe mir jetzt noch ein paar Tränke und dann sind wir auch schon bereit aufzubrechen. Kann ich eigentlich auch? Ne, eine Phönixfeder kann ich mir nicht kaufen. Eine Phönixdaune. Pardon. Wie konnte ich das nur verwechseln? Und noch einer. Okay, damit sollte ich dann bereit sein für die Höhle. Ich habe gehört, die soll ziemlich dunkel sein, weil es ist eine Höhle. Macht Sinn. Oder was sagst du dazu, du blauhaariger Typ, der die Brücke nicht mehr bewacht? Was sagst du jetzt? Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen vor den Monstern in Acht. Ja, das werde ich tun. Trottel, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich bin jetzt frei. Ich bin weg von dieser Stadt. Oh, Schatztruhe. Schatztruhe. Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Yeah. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ja, die sehen so gefährlich aus mit ihrer Rose auf dem Kopf. Diese Schweine von Maulwürfe. Wie könnt ihr es wagen, diese holde Maid anzugreifen? So nun aber nicht. Naja, das geschieht euch recht. 180 Gills. Und Phönixteiler. Danke, dass ihr mich vor diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir, ja klar. Ich konnte nicht Nein drücken. Übrigens, ich heiße... Erzwungene Wahl. Ihr scheint in dem Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Kaeris. Ich weiß einen cooleren Namen. Zurücksetzen? Hallo? Fuck. Löschen. Ach so, okay. Ich verstehe. Sie hieß ja Kaeris und deswegen nennen wir sie ein. Ah! Seid nicht so schwammig, Steuerung. Seid nicht so schwammig.
Genau, ursprünglich hieß sie Kaeris, deswegen nennen wir sie jetzt einfach Karies. Ganz klassischer Fall. Ich muss sagen, Karies, wir lieben sie alle. Karies. Oh, hallo, Karies. Karies hat sich dem Team angeschlossen. Yes! Das freut den Zahnarzt. Ein bisschen zumindest. Weil er Geld verdient. Die Kristallhöhlen. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm kämpft ihr gegen das Böse, das mein Dorf bedroht. Bekämpfen. Ach, könnt ihr gegen das Böse. Okay, ich verstehe schon. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Klink? Was ist das für ein Name? Garantiert nicht. Ich bin... Warum gehe ich den Namen überhaupt ein? Ich glaube, das Spiel ist viel zu kurz, als dass sich sowas lohnen würde. Kann ich jetzt... Nee. Fuck! Wie kann ich Groß- und Kleinschreibung? Ich weiß nicht, wie ich Groß- und Kleinschreibung mache. Deswegen bin ich jetzt einfach Klink. Ein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Tja, die ist ziemlich naiv. Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Ah, ich glaube, das wollte ich gar nicht wirklich aufmachen. Karies, kannst du eigentlich irgendwelche krassen Heilzauber oder sowas? Ich glaube, sie kann heilen, oder? Magie, heilen, ja. Dann heil doch mal ein Ründchen. Das hast du fein gemacht. Lass den Mann kämpfen und du kümmerst dich um sein leibliches Wohl. Das ist für mich eine gerechte Aufteilung. Und nebenbei kannst du dann auch was kochen, wäre ganz nett. Ich meine, hab Hunger. Koch was. Frau, wir sind hier im Mittelalter. Also war das jetzt keineswegs sexistisch oder so. So war das damals halt. Lebt damit. Mit Klugscheißer-Kommentaren kann man die Gegenwart, die Vergangenheit auch nicht ändern, liebe Leute. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das ist so ein Labyrinth. Oh nein, ein Labyrinth mit random Encountern. Das ist so spaßig. Ich freue mich. Warum triffst du eigentlich nicht? Bist du blöde Frau? Ich glaube schon. Würde zumindest einiges erklären. Aber ich glaube, ich gehe einfach mal straight Richtung Norden. Dieser Stein sieht mir verdächtig aus. Angreifen. Du mach bitte Magie, heilen. Ja, gut gemacht, Karies. Warum reden die Leute immer so schlecht von dir? Du bist doch eigentlich ein ganz liebes Krankheitsmonster. Frau Karies. Bam. Stein. Ich kann... Warum kann ich mit dem Schwert zuschlagen? Ich habe keine Ahnung. Oh, Nebel. Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt neue Stufen auf. Yeah, und ein Level-Up-Achievement. Großartig. Das bedeutet, die Kämpfe lohnen sich jetzt sogar. Sie bringen etwas. Lohnen würde ich nicht unbedingt sagen, aber es bringt etwas. Außer Geld, von dem man wahrscheinlich sowieso mehr als genug hat. 5 EP. Klink hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Verteidigung wurde von ihr erhöht. Großartig. Karies, du bist sehr hartnäckig geworden. Genau deswegen lieben dich die Leute. Lebensquelle, etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Na, das sehe ich. Da sind Normalwürfe und die heilen garantiert nicht meine Wunden. Mit ihrer schrecklich romantischen Rose auf dem Kopf. Speichern? Klar, warum nicht? Warum denn nicht? Was spricht dagegen? Nochmal? Ja klar, warum nicht? Ja, ich habe ja Zeit. Für so einen Schrott. Alle Lüge. Nein, nicht direkt. Moment. Ich weiche vom Kurs ab. Ich will immer noch straight Richtung Norden laufen. Das darf ich nicht aufgeben, dieses noble Ziel. Greif mal an. Straight Richtung Norden. Das ist... Verdammt! War ja klar, dass sowas passiert. Und hallo, Fettsack Dino. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Aeris, Karies meine ich natürlich. Du wärst echt hilfreicher, wenn du auch mal ein bisschen angreifen könntest. Aber tut dir keinen Zwang an. Ich will ja nicht, dass dir deine sensiblen Fingernägelchen abbrechen. Irgendwo ist irgendwas passiert, okay. Aber wo? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Ich habe das Gefühl, wir werden es nie herausfinden. Vielleicht schon, aber wahrscheinlich nicht. Und ich habe gerade so das Gefühl, dass der Angriff gar nicht wirklich daneben geht. Sondern einfach so verdammt wenig Schaden macht, dass er einfach keinen Schaden macht. Versteht ihr? Oh, Kristall. Nein! Ich will den Kristall, kein random Encounter. Ja, es geht immer daneben. Ich glaube, die Verteilung ist so hoch. Bam! Ha, du bist so lächerlich. Langsam. Hallo, Kristall. Bin ich jetzt ein Final Fantasy Kristallkind? Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, na! Oh, was bist du für ein Viech? Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über die Kristall.
Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Es ist ein guter Plan. Ich glaube, der gute Klink will nur bei ihr landen, deswegen sagt er, es ist ein guter Plan, was zwar nicht ein schwachsinniger Plan. Oh, Boss-Animationen. Ja, der sieht schon sehr viel gefährlicher aus. Er bewegt sich. Es ist so, Alter, da zitter ich gleich richtig, wie der Boss da auch. So sehe ich momentan auch aus. Und hör auf, die gute Karies anzugreifen. Wer bist du, ein Zahnarzt? Ich glaube nicht. Zahnärzte sehen anders aus. Oh. Phantomschrott, hör auf damit. Ich habe das Gefühl, der Gegner war gerade in einer Phase, in der ich ihn besser nicht angreifen sollte. Das ist ziemlich krasses Endboss-Verhalten. Au. Karies, Heilung. Dankeschön. Und Klink, hau ihn kaputt. Karies, mach ihn wieder. Oh, das machst du so gut. Ich bin so stolz auf dich. Bam. Jetzt wollen wir übrigens nicht angreifen. Denn dann kontert der Drecksack. Jetzt greifen wir an. Mit wir meine ich übrigens mich. Du greifst nicht an, du heilst nämlich 4 Punkte. Das hat sich gelohnt. Bam. Und kaboom. Okay, ich glaube, das macht alles nicht so viel Schaden, wie es im Optimalfall sein. Oh, er ist schon tot. Okay. Ihr habt 400 Gills und 20 EP gewonnen. Oh yeah, Stufe 4. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Okay. Der Hintergrund ist weiß. 3D! Ihr haltet eine komplette dritte Dimension, Alter. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Oh, sagst du? Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Wirklich? Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Yeah. Moment mal, Leute. Ich glaube aber, was sich in dieser mysteriösen 3D-Dimension befindet, finden wir im nächsten Part heraus. Heldenhafter Schwerthieb ist heldenhaft. Okay, und dann bis zum nächsten Part. Da gibt's noch viel mehr dritte Dimensionen, sage ich euch. Da könnte ich euch Geschichten erzählen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.